Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Livestream-Aktion für Version 4.5 Wirbelnde Klingen im Brokat von Genshin Impact auf Twitch. Wie immer läuft natürlich die Twitch-Aktion. Den Link zum Beitrag, wo ihr euch anmelden könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Alles, was ihr machen müsst, ist im Endeffekt hier auf Jetzt anmelden klicken. Dann öffnet sich eine externe Browserseite und dort müsst ihr euch dann mit eurem Twitch-Konto verbinden. Wenn ihr eingeloggt seid, dauert das nur ein paar Sekunden und dann seid ihr dabei. Ja, was kann man machen bei der Aktion? Wie immer kann man einmal beim Zusehen Sachen bekommen, also nicht vergessen, selber Streams zu gucken. Da kann man 30 Urgesteine gewinnen und zwar so lange, bis alle Belohnungen quasi aufgebraucht sind. Und genau. Ansonsten kann man dann selber streamen. Da gibt es gewisse Bedingungen, die man erreichen muss. Und zwar übrigens diese 30 Werktage nach dem Ende der Aktion. Das machen die nie, es dauert immer wesentlich länger, also normalerweise dauert es so knapp 50 Tage. Keine Ahnung, ob sie immer noch 30 schreiben, sie könnten es einfach auf 50 austauschen, keiner wird sich mehr beschweren. Da steht aber immer noch 30 und sie schaffen es nie in 30 Tagen. Aber egal, auf jeden Fall, wenn man streamt, kann man auch Belohnungen bekommen und da muss man aber ganz schön viel streamen, mindestens 6 Stunden, sonst kriegt man gar keine Belohnung. Und bei der Dauer des Streams, 30 Stunden, kann man insgesamt bis zu 1600 Urgesteine bekommen. Und bei der fortlaufenden Teilnahme kumulierbar, wenn man jede Woche mindestens 3 Stunden streamt, also es heißt insgesamt mindestens 9 Stunden, kann man nochmal 300 Urgesteine gewinnen. Das heißt, das absolute Maximum, was man kriegen kann, ist 1900. Das Ganze ist allerdings begrenzt und die Begrenzung wird auch teilweise erreicht. Und dann wird halt danach gegangen, wenn man halt mehr Zuschauer hat, bekommt man eher die Belohnung. Wenn man weniger Zuschauer hat, eher nicht. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dann gibt es für die Top-Performer der längsten Wiedergabezeit und der höchsten gleichzeitigen Zuschauer noch die zusätzlichen Belohnungen in Form von Bargeld, mit denen immer relativ groß geworben werden. Und hier ist es aber so, dass es wirklich danach geht, wer hat die meiste Wiedergabezeit. Das heißt, zum Beispiel jemand, der nur 20 Zuschauer hat, könnte 24/7 für 3 Wochen streamen. Der hat dann eine relativ lange Wiedergabezeit, obwohl er nicht so viele Zuschauer hat. Und jemand mit extrem viel Zuschauern, der nicht so viel streamt, hat er dann einfach nur extrem viele durchschnittliche Zuschauer, aber vielleicht nicht so eine ultra lange Wiedergabezeit. Kommt immer drauf an. So oder so, auf jeden Fall sind das hier die Top-Performer der jeweiligen Kategorie. Platz 1 bis 100, die hier noch eine zusätzliche Belohnung eben bekommen. Und das sind in der Regel dann Streamer, die Vollzeit streamen und sowieso schon eine große Followerschaft haben. Für die normalen Zuschauer ist das, für die normalen Spieler, die jetzt hier ab und zu vielleicht mal streamen, ist das eher nicht so relevant. Und ja, dann habt ihr hier unten noch eine hilfreiche FAQ. Da geht es zum Beispiel darum, wie kann man das alles auf Twitch einstellen und so und was muss man alles beachten. Es sind mittlerweile sehr viele Fragen. 25 Fragen, also das ist schon ganz schön viel. Und genau. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Wie gesagt, wenn ihr daran teilnehmt, vergesst auf jeden Fall nicht selber Streams zu gucken und ansonsten sich die Belohnung einzutauschen. Und ansonsten sage ich nur viel Erfolg, viel Spaß mit der Aktion 4.5, Version 4.5 meine ich natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in meinem Stream. Ich streame auch immer wieder Genshin Impact, nicht viel, aber zumindest genug, um bei dieser Aktion mitzumachen. Und Twitch-Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, genau wie der Beitrag hier, um sich anzumelden. Bis zum nächsten Mal sage ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns, haut rein und ciao, ciao.